Guten Tag. Der Konjunktur im Euroraum geht es deutlich besser. Die konjunkturelle Dynamik nimmt Fahrt auf. Die wirtschaftlichen Indikatoren haben sich deutlich verbessert. Mit der Ausnahme von Italien, das noch etwas hinterherhinkt, ist der wirtschaftliche Aufschwung breit angelegt. Und selbst in Italien gibt es leichte Anzeichen für eine Trendwende. Gleichzeitig ist die politische Situation deutlich günstiger geworden. Mit der Wahl von Präsident Macron in Frankreich dürfte sich insgesamt der Schwung im Euroraum im politischen Kontext deutlich verbessern und die Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich, sollte sich verstärken, was dem Euroraum insgesamt mehr Stabilität geben sollte. Damit scheinen alle Zeichen letztendlich auf grün zu stehen. Die EZB nimmt dies wahr und spricht nun auch lauter von einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Kräfte. Jedoch gleichzeitig werden mögliche Zinsanhebungen immer noch auf die lange Bank geschoben. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Inflation weiterhin sehr moderat verläuft, obwohl der Konjunkturaufschwung noch deutlich an Fahrt gewinnt. Die Lohnzuwächse sind weiterhin sehr verhalten und dies scheint an einem strukturellen Prozess zu liegen, nämlich die stille Reserve im Arbeitsmarkt ist weiterhin sehr hoch, sodass die Lohnsteigerungen auch in Zukunft erst moderat ausfallen werden, bevor sie dann langsam an Dynamik gewinnen könnten. Damit dürfte der Inflationspfad weiterhin sehr moderat verlaufen im Vergleich zur Konjunktur. Wir befinden uns also weiterhin in einem Goldilocks-Szenario, relativ stabile Konjunktur bei relativ niedriger Inflation. Das gibt der Zentralbank die notwendigen Spielräume, ihre Zinspolitik nur langsam anzupassen, auch wenn es für einige Länder sicherlich eine zu niedrige und zu impulsgebende Geldpolitik ist. Die fundamentalen Kräfte geben den Spielraum, hier weiterhin die Zinsen niedrig zu lassen, was der Konjunktur selbst weiterhin den notwendigen Rückenwind geben sollte. Die EZB hat nach der jüngsten Marktreaktion alle Spielräume, die sie braucht, die Zinspolitik taktisch zu gestalten. Eine schnelle Änderung dürfte es nicht geben, jedoch dürfte sich im Laufe vom Jahr 2018 hier dann eine leichte Änderung abzeichnen, was allerdings von den konjunkturellen Daten mehr als gerechtfertigt sein dürfte. Somit sollten hier keine schwerwiegenden Einschränkungen für die Finanzmärkte entstehen und eine langsame Anpassung der Geldpolitik relativ schmerzfrei erfolgen können. Somit ein sehr gutes Umfeld für die weitere Entwicklung im Euroraum.